Hallo und herzlich willkommen zurück bei Child of Light. Da sind wir wieder im Bosskampf gegen Umbra. Ich habe noch mal ein paar Okulis ausgewechselt. Ich habe das Gefühl gehabt, dass körperlichen Widerstand nicht wirklich viel bringt. Ich habe jetzt das eingewechselt für Ausweichen ein bisschen mehr. So. Und ich habe gesehen, dass die Wiederbelebung von Umbra nicht volle HP macht. Das waren irgendwie, glaube ich, 900 HP wurden wieder geheilt. Das müssten wir eigentlich irgendwie wieder wegkriegen, denke ich mal. Wäre nicht schlecht. So, wir probieren jetzt erstmal wieder Schaden zu machen, ganz viel. 100, das ist natürlich nicht viel. Aber das wissen wir ja von Finn. 467. Ungefähr 2500 habe ich das Gefühl gehabt, brauchen wir. 2500 Schaden pro Eule. So. Die Rubelle ist schon fast tot. Die wollte ich eigentlich gar nicht drin haben. Habe ich wieder Fehler gemacht. Okay, schnell auswechseln. Für die Aurora. Na, immerhin hat sie einen kritischen Treffer gelandet. Sternlicht. Dann. Sollen wir die zuerst vielleicht unterbrechen mal kurz? Nee. Es geht schon irgendwie. Ich muss jetzt auch schauen, dass ich nicht sinnlos Glühwürmchen-Energie verschwende. 179, das ist natürlich einfach nix. Ich verstehe nicht, warum sie durch Lichtmagie nicht wirklich Schaden kriegen. Eigentlich müssten sie. Sie sehen doch wirklich dunkler aus. Die scheinen irgendwie gar keine Schwächen zu haben. So. Mal eins. Nochmal ein Crit. Schön. Da geht sich auf jeden Fall auch nochmal ein Schlag aus. Da haben wir schon mal ungefähr 1000 Schaden gemacht. Ich hoffe jetzt einfach nur noch, dass der Finn überlebt. Das kann natürlich sein, dass ich jetzt da, ja, Mist gebaut habe. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Das war ja schnell zu Ende. Bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder zurück. Mal schauen. Ich habe nichts geändert. Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe vorhin einfach bei Schlampen. Ja, es ist kein Wunder, wenn man schnell den Löffel abgibt. So, jetzt werden wir sie direkt einwechseln gegen die Aurora. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht ist die Aurora nachher wichtig gegen den Drachen, aber dann ist es halt so. Müssen wir damit leben. Erstmal versuchen wir die Eule wieder kaputt haben, ausgewichen. Ja, das fängt ja gut an. Ja, wie gesagt, ich glaube, ein bisschen Glück muss man teilweise auch haben in diesem Spiel. Ansonsten geht es irgendwann früher oder später schief. Vor allem, wenn sie die ganze Zeit AOE verwenden. Ich werde den Finn, glaube ich, jetzt schon einwechseln. Ne, nicht die Rubella. Robert, ja. So, dann Pfeil abschießen. Wir können dann nachher auch probieren, wenn einer wiederbelebt wird, ob wir vielleicht mit AOE ein bisschen arbeiten können, dass wir trotzdem beide mehr oder weniger tot kriegen. Ja, es ist halt echt viel Schaden, wo wir hier fressen. Wir können direkt mal einen Schuss, beziehungsweise jetzt vielleicht zwei abgeben, wenn wir Glück haben. Und dann ist unser Charakter auch schon wieder hin. Der Robert wird jetzt sterben, davon bin ich felsenfest überzeugt. Ja, da ist es auch schon. Also wir haben jetzt nicht mal annähernd so viel Schaden gemacht, wie wir bei dem Versuch gemacht haben, wo wir ja, der eine gute halt. Gen. Ja, Hemmschuh dauert zu lange. Das geht immerhin. Das macht halt 89, das ist nix gegen die. Das ist einfach echt gar nichts. Wir haben jetzt auch ein bisschen Pech, dass der Dicke, glaube ich, relativ viel Schaden an uns gemacht hat, als sich selber zu buffen. Haben wir noch wen?
Wir können Finn. Ups, nein, nicht Robert. Wir können Finn nochmal eine Runde reinbringen. Wird wahrscheinlich aber eher in die Hose gehen. Ja, nochmal ausgewichen. Der Versuch ist für die Katz. Da kommt auch schon wieder der ganze AOE rein. Ja, und tot. Gut, bis gleich. So, da sind wir wieder. Auf ein neues. Mal schauen, wie was wir diesmal, ob wir diesmal was hinkriegen. Ich treffe halt auch die blöden Eulen gar nicht. Was haben wir denn noch für Tränke? Ein LOL-Elixier. Tempo verringern. Wenn das auf alle gehen würde, das wäre nicht schlecht. Wir haben doch hier. Ja, gut, unaufhaltsam Elixier auf alle. Das ist das Einzige, was irgendwie auf alle geht. Naja. Ich sehe jetzt auch nicht gerade einen. Schon wieder ausgewichen. Das gibt's doch nicht. Was ist denn los jetzt gerade? Ach Mist, ich habe Ovella nicht eingewechselt. Ohne Rüstung. Das heißt, wir können direkt mal auf den anderen gehen. Schon wieder mit dem blöden AOE. Hört mir doch auf. Das ist echt nervig. So, auswechseln. Ja, wobei wir haben 200 Schaden schon gemacht, aber naja, hilft nichts. So, 100 Schaden. Bisschen Feuerschaden noch dazu. Macht zwar auch nicht wirklich viel aus. Also so einen richtigen Unterschied ist das nicht. So, ich muss jetzt aufpassen, dass nicht wieder irgendwie beide gleichzeitig sterben. Ich sag's jetzt und ich werde es nachher trotzdem wieder nicht hinkriegen. Ich sehe sie jetzt schon kommen. Vielleicht können wir die Aurora noch ein bisschen mit der Glühwürmchenenergie heilen. Ne? So, 200, das müsste doch eigentlich erstmal reichen. Wir können versuchen, das Ding hier zu unterbrechen, aber naja. Ich mag es eigentlich ganz gerne, wenn sie ein bisschen auch auseinander sind. Dass nicht alle auf einem Haufen sind. So, nochmal 300. Nein, das... So, jetzt schnell auswechseln. Für den Robert. Und der wird sich erstmal verteidigen. Das könnte uns vielleicht auch nochmal ein bisschen Schaden geben im Endeffekt. So, der da unten wäre jetzt dann, den könnten wir unterbrechen. Werde ich jetzt aber nicht machen. Gehen weiterhin auf den da. So, ja. Das geht eigentlich soweit ganz gut dann, wenn wir die Bubble haben. Aber sonst ist es natürlich auch was, wenn die Gegner schon wieder ausgewichen. Oh, Aurora ist tot. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Mist. Fail. Oh je. Ja, das war's. Gut, wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Da sind wir wieder einmal mehr. Wird wahrscheinlich nicht das letzte Mal sein, aber mal schauen. Ich hoffe, dass diesmal die Kleinen nicht die ganze Zeit ausreichen, denn wir sind ja wirklich davon abhängig, auch mal ein bisschen Schaden zu machen. Ich glaube, ich werde die Rubella jetzt am Anfang vielleicht erstmal drin lassen. Das könnte uns ein klein wenig mehr Schaden geben, den wir vielleicht brauchen. Ach Mist, jetzt fängt das schon wieder an. Das ist echt deprimierend. Er wurde gelähmt, das ist immerhin etwas. Das ist echt deprimierend, wenn die ganze Zeit ausweichen. Und man kann irgendwie auch nichts dagegen tun. Es gibt ja nicht irgendwie Treffer-Elixiere oder sowas, glaube ich. Und auch sonst nämlich, es gibt keine Okulis, glaube ich, die Trefferchance erhöhen. So, dann holen wir jetzt die Aurora rein. Gebt ihm Saures. Huch, das war knapp. Ich hätte vielleicht Verteidigung machen sollen. Das wäre unter Umständen sinnvoll gewesen.
So, der hat noch 3 HP und hat direkt einen dicken Treffer abgefangen noch. Das ist soweit eigentlich ganz gut. Das gefällt mir. Dann Pfeil abschießen. Ah. Zum Glück ist er nicht auf Robert gegangen. Ich hätte können da auch versuchen mit AOE zu arbeiten, aber das macht weniger Schaden. Das dauert dann noch länger, bis, bis die Gegner tot sind. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich zielführend ist. Dann vielleicht nochmal ein bisschen heilen. Sie machen ja, glaube ich, irgendwie 110 oder so. Vielleicht mit 280 müssten wir mehr oder weniger mal auf der sicheren Seite sein erstmal. Ich soll wahrscheinlich die Glühwürmchenenergie sowieso viel stärker auch dazu verwenden, um zu heilen. Nochmal 200. Ah, ausgewichen. Vielleicht gibt es auch ein Okuli für Trefferchance. Ich habe jetzt echt nicht nachgeguckt. Aber ich hatte das einfach so ein bisschen in Erinnerung. Jetzt verteidigen. Vielleicht überlebt sie ja noch eine Runde. Kann sich eigentlich auch mal verteidigen kurz. So. 36. Ja, gut. Bei Herr Hoch hat es nichts gebracht. Schade. So, wen haben wir noch? Den Tristis. Das ist der nächste. Bei 114 macht der, das ist halt nicht die Welt. Der macht zum Glück sonst immer irgendwas. Das kommt uns gerade ein bisschen zugute. Oh, schön, ein ganzer Treffer abgefangen. Das ist doch mal was. Und den können wir jetzt, glaube ich, auch noch unterbrechen. Und richtig mal ein bisschen Damage reinhauen, wenn wir nicht wieder verfehlen. Okay, er scheint jetzt schon mal bisschen lädiert zu sein. Einer wird jetzt aber sterben, auf jeden Fall, ja. Ich hoffe, es stirbt der andere nicht auch noch. Denn wir müssen auf jeden Fall auswechseln. So, dann haben wir noch die Gen. Hemmschuh. Das geht sich eben wahrscheinlich nicht aus. Spring ins Feld, das ist auf unsere eigenen. Ja, die Gen bringt uns irgendwie gar nicht allzu viel. Wir müssten einfach mal Spring ins Feld versuchen und auf das Beste hoffen, das reicht niemals. Oder? Nee. Oder? Komm, komm, komm. Also es hat gereicht, komischerweise. Nur weiß ich nicht, ob das wirklich viel gebracht hat. So, dann einwechseln. Jetzt kommt unser Dream Team zum Zug. Die Rubella. So, ich glaube, wir werden erstmal hier weiter Schaden machen. Ganz kurz. Das ist schlecht. Die müssen wir unbedingt wiederbeleben. Mal sehen. Ich habe mir jetzt gerade noch eine Idee eingefallen, aber zuerst mal müssen wir wiederbeleben. Wo haben wir denn hier das Wiederbelebungselixier? So, was mir... Eine Idee, die mir gekommen ist, da der Öngus ja relativ langsam ist, können wir den einen auswechseln, dann den Öngus auswechseln und dann wieder den anderen auswechseln. Naja gut, vorausgesetzt, wir kommen überhaupt so weit. So, komm Öngus. So, der Öngus ist jetzt nämlich direkt dran. Der Öngus kann vielleicht das Leben dieses Dinges hier beenden, jawohl. Dann, nee, nicht heilen. Das geht sich nicht aus. Wir müssen erstmal verteidigen. Okay, hat irgendwas gemacht. Jetzt müssen wir schauen, dass wir den zumindest ein bisschen hin und wieder immer mal wieder unterbrechen. Vielleicht müssen wir schauen, dass wir unsere Leute auch ja, ein bisschen besser separieren können. So, jetzt müssen wir aber erstmal heilen. Alles andere hilft nichts.
So, Katarina spart auf den. Den müssen wir auch direkt unterbrechen können. 500. Der Dicke ist zum Glück noch verlangsamt. Ja, ist jetzt die Frage, ob ich ihn unterbrechen soll oder ob ich erstmal heilen soll. Ich muss ihn fast unterbrechen. Wobei, wenn ich unter... Nee, eine Runde müssten wir eigentlich noch überleben. Konter. Schadenssteigerung, okay. So, dann gehen wir jetzt wieder auf den kleinen... Wahrscheinlich wird er seinen blöden Kumpel jetzt wieder beleben erstmal. Was natürlich ein bisschen doof ist, aber naja. Geht wohl nicht anders. Müssen wir mit klarkommen irgendwie. Oh ne, er macht sonst irgendwas. In Ordnung. Dann. Na, das mit dem Einwechseln, das geht nicht. Ich hatte halt irgendwie gerade einen Logikfehler drin. Ich weiß nicht, wie ich überhaupt auf die Idee gekommen bin, dass sowas klappen könnte. So, versuchen wir möglichst den Kleinen noch irgendwie wegzumachen. Er hat nicht mehr viel. 260, okay. Solange du nur Schaden machst, geht's noch. Wenn du anfängst wieder zu beleben, wird's kritisch. Okay, Schutz verleiht. Nee, Rüstung. Kurz verteidigen. Na, los. Katarina-Spalter, gib ihm. So, Heilung. Das hat nicht gereicht, Mist. Mist, Mist, Mist. Okay, ja. Vielleicht müssen wir auch nur Glück haben, dass er nicht zum falschen Moment, also jetzt, seinen toten Kumpel hier wiederbelebt. Ja, das wird jetzt sich nicht ausgehen. Wir müssen nochmal verteidigen. 92. Ich glaube, ich werde dann... Ah, Mist. Ich glaube, ich werde ihn mal komplett heilen. Mit einem Trank. So, jetzt. Das müsste auf jeden Fall ausreichen für das Mistvieh. Und der andere hält dann nur zwei Schläge aus. Genau. So. Soweit, so gut. Schutz verleiht. Zum Glück keine Wiederbelebung erstmal. Das passt. Das ist halt das Problem, dass der Irgendwas einfach wirklich viel, viel langsamer ist als die Gegner. Nochmal Schutz verleiht. Okay. Beide haben volle HP. Das heißt, wir können mal Zeit nutzen, um ein bisschen Schaden zu machen. Nützt uns zwar eigentlich nicht wirklich viel. So, ups. Der Irgendwas ist dran. Ich glaube, ich werde den Sicherheitshalber mal unterbrechen. Mit der Rubella versuchen, den Kleinen wegzumachen. So, das hat gepasst. Ich will jetzt nicht direkt wieder eine Wiederbelebung haben. Schadenssteigerung ist okay. Und jetzt müssen wir einfach versuchen, ihn immer wieder zu unterbrechen. Konterunterbrechung, okay. 90 nur, ist ein bisschen wenig. Geht eigentlich. Macht er nur, wenn er nur Schadenssteigerung macht, ist es okay. Habe ich das Gefühl. Ich werde, glaube ich, müssen wir mal schauen, haben wir überhaupt noch jemanden? Sonst noch? Ne. Na gut. Dann müssen wir wohl weitermachen. Was haben wir? Wir könnten noch irgendwie einen Trank verwenden. Ne, Moment, wir müssen unterbrechen. Wir müssen das Vieh unterbrechen.
sind zwar nur jeweils 100, aber besser als gar nichts. Jetzt dauert es relativ lange, bis wir da wieder am Zug sind. Aber es müsste sich noch ausgehen. Sehr gut. Na, gib ihm. Nochmal 500 kritischer Treffer. Super. Wenn wir jetzt ihn hier ein bisschen im Stunlock halten können, dann geht es eigentlich. Komm, irgendwas. Gib dem Mistvieh. So nehmen wir auch keinen Schaden, nochmal einen Crit. Jetzt machen wir sicherheitshalber umperrumpeln auf alle, damit es ein bisschen länger dauert. Und er ist gelähmt. Sehr gut. Dann weiter im Text. Na komm, vielleicht kommst du nicht in die Vorbereitungszeit. Jawohl. Sehr gut. Sie sind leider ein bisschen nah beieinander. Aber mein Gott. Weiter geht's. Wenn wir ihn jetzt so ein bisschen im Stunlock halten können, dann geht es. Und auch wenn er jetzt einmal einen wiederbelebt, ist es, glaube ich, nicht ganz so dramatisch. Mit einem müssen wir erstmal klarkommen. 250. Wahrscheinlich hat er halt einfach wieder übelst viel HP. Und die Glühwürmchen-Energie wird wahrscheinlich auch irgendwann mal knapp. Oh, jetzt ist er ganz langsam in der Vorbereitungszeit. Aber wir können ihn nochmal unterbrechen. Und er hängt, lässt so ein bisschen den Kopf hangen. Es könnte sein, dass er bald tot ist. Mal schauen. Kommt wieder rein in die Vorbereitungszeit. Sehr schön. Aber die Bosse, die lassen irgendwie relativ schnell mal den Kopf hängen. Also das hat bei denen, glaube ich, nicht allzu viel zu bedeuten. Die Frage, wie lange wir das durchhalten oder ob, zumindest ob wir demnächst wieder einen der Glühwürmchen-Energiebäume kriegen. Okay. Überrumpeln auf alle. Ja, da ist er wieder, der nächste. Sehr schön. Ja, dann geht es einigermaßen. Ja, glaube ich jetzt, seitdem er allein ist, noch kein einziges Mal Schaden auf uns gemacht. Jetzt aber, solange es nur ein bisschen Schaden ist, soll es mir recht sein. Also jetzt auch mit der Schadenssteigerung war das jetzt nicht so dramatisch. Nochmal ein Crit. Und schnell unterbrechen. Jawoll, da ist er tot. Halleluja. Yay. Ich wollte doch nur ein Heim. Irgendwo, und sei es noch so klein. In dieser Welt, im Guten wie im Schlechten, leben wir zusammen nicht allein. Der Herzog ist tot. Der Fluten Wasser steigt. Das Volk auf den fünf Hügeln schreit. Das Ende ist schon prophezeit. Ich brauche Freiwillige, die mir folgen. Machst du Witze? Ich geb ja's. Der Vorteil ist auf deiner Seite. Das wird ein riesengroßer Spaß. Bei meiner Ehe voran ich schreite. Kopfüber stürzen wir uns hinein. Genau so soll es sein. Folgt durch den Spiegel mir geschwind und rettet mein Volk vor Flut und Wind. Sechs schlug es am Ostersonntag. Verzweifelt blickten alle drein. Das Volk kauerte auf fünf Hügeln. Bald würden sie versunken sein. Als eisige Kälte emporschwappte, vermochte Hoffnung nicht mehr viel. Doch plötzlich war Aurora auferstanden, mit einer Schar Kreaturen, sehr skurril.
Schnurstracks teilte sich die Gruppe und nahezu im Sturm führte Aurora mit ihrer Truppe das Volk hinauf in der Burg Turm. Dort betraten sie einen leeren Saal. An ihren Füßen floss Wasser entlang. Kein Ausweg führte aus dieser Falle. Unvermeidlich schien ihr Untergang. Doch Aurora lächelte schelmisch. Erstaunen trat in aller Gesicht. Sie führte sie zu einem Spiegel und schritt hindurch voll Zuversicht. Nur eine Insel blieb von Austria, so groß das Reich auch einstmals war. Mein Volk weilte in Lemuria, sicher mit einer Zukunft hell und klar. Und so erblühte Lemuria von Neuem. Uns allen war es lieb und teuer. Bald ist die Reihe an dir, Prinzessin, auszuziehen in große Abenteuer. Nun, mein Schatz, ist das Feuer erloschen. Finster ist die Nacht, drum sei schön brav. Schließe die Augen, lass los, entgleite sanft in tiefen Schlaf. Ja, das ist also das Ende von Child of Light. Super. Es ist jetzt doch ein bisschen schwieriger gewesen, also gesamthaft, als ich das am Anfang erwartet habe. Und es hat sich ein bisschen jetzt gerade am Ende in die Länge gestreckt. Die Bosskämpfe waren zwar eigentlich ganz nett, aber doch nicht so einfach, also nicht so abwechslungsreich. Einfallsreich, naja, kann man drüber streiten, aber nicht so abwechslungsreich, wie das vielleicht hätte sein sollen. Und die Trash-Mob-Kämpfe, die waren halt einfach eher sinnlos. Also es hat irgendwie gar keinen, ja, es hat keinen Sinn gemacht, das die überhaupt zu machen. Aber naja, gut. Es war trotzdem gerade von der Story ein sehr, sehr schönes Spiel. Und ja, es hat mir grundsätzlich auch Spaß gemacht. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, gebt mir doch einen Daumen nach oben, hinterlasst einen Kommentar oder drückt vielleicht sogar auf den Subscriber-Button, wenn ihr möchtet. Und vielleicht wollt ihr auch mal in einem anderen Let's Play von mir reinschauen. Ja, ich hoffe, wir sehen uns vielleicht dann im nächsten Let's Play oder bei einem anderen Projekt. Bis dann, macht's gut, euer Northgate!